Hallo und willkommen zum dritten Bewertungsvideo der Battle Rap League 2019. Und nein, es ist die vierte Bewertung, da es der dritte Spieltag ist und ich habe die Qualis schon bewertet. So ist das die vierte Bewertung, okay? Aber vom dritten Spieltag der Gruppenphase. Gut. Dieser Spieltag war sogar noch etwas beschissener als der letzte. Auch wenn ich dachte, das geht eigentlich nicht mehr. Aber hey, super. Ich muss ganz kurz zu meiner Verteidigung sagen, es ist jetzt der 21.05., 2.05 Uhr und ich fahre heute dann für eine Woche auf Klassenfahrt, von daher werde ich das alles jetzt etwas schnell machen. Ja, also ich werde jetzt die anderen Battles, wo nur einer eingereicht hat, nicht bewerten. Wenn irgendjemand dazu noch was wissen möchte, schreibt mich an oder so, keine Ahnung. Und werde jetzt einfach nur Crick gegen Mr. V bewerten. Videopunkt 1-0 an Crick, da er sich wenigstens noch etwas bewegt hat. Also er hat wenigstens noch etwas performt und war lustig. Und Mr. V hat nur sein Zimmer ästhetisch abgefilmt. Also, ja. Gut. Technik 2-1 an Mr. V. Die haben beide... Die sind also generell in jeder Kategorie sind die beide auf einem ziemlich hohen und ähnlichen Niveau. Aber ich muss sagen, Mr. V hat irgendwie noch so eine gewisse Würze. Es klingt scheiße, aber so ist es halt irgendwie. Flow habe ich ein 3-2 gegeben. Ich weiß nicht, ob es an der Beatwahl liegt, aber Mr. V hat auf jeden Fall weitaus mehr Passagen, also Flow-Veränderungen. Ja, aber keine Ahnung, sind halt beide ziemlich gut und würden wahrscheinlich sehr viele andere hier locker in die Tasche stopfen, auch was Flow angeht. Also es ist wirklich Meckern auf Augenhöhe. Es ist spät, ich sollte schlafen. Egal. Punchline, 3-4. Beide haben wirklich teilweise ziemlich gute Lines gehabt. Mr. V hatte einen richtig krass soliden 16er mit einer noch coolen Hook. Und Crick hat eher so im zweiten Part die guten Lines gehabt und im ersten vielleicht nur so, ja, 1-2. Ja, also ich, bei mir, bei Mr. V ist mehr hängen geblieben als bei Crick. Und ja, Extrapunkt habe ich an beide gegeben, da Mr. V für mich die an sich bessere Runde abgeliefert hat, aber Crick mich einfach mehr entertained hat. Einfach, der Mann hat eine sehr schöne Art an sich. Und ja, ich weiß, dass das Turnier für den Arsch ist, aber ich versuche das hier noch teilweise irgendwie zu retten, Crick, es tut mir leid. Gut, dann mein Juror, der zweite Extrapunkt geht an Mr. V. Minuspunkte hatte keiner. Und wer rechnen kann, Endergebnis 11-8 für Mr. V. Gut, das sind die Ergebnisse Spieltags 3 und ich habe da noch etwas vorbereitet. Und zwar habe ich hier noch kurz hier oben, ich von zu jedem Teilnehmer halt die Endpunktzahl hingeschrieben, wie viele Punkte er insgesamt erreicht hat. Dann hier unter halt, ja, Spieltag 1 haben die so und so viele Punkte erreicht und dann in Ranglisten und so aufgeteilt. So habe ich es auch hier im Spieltag 3 gemacht, wo auf Platz 6 alle sind, die nicht eingereicht haben. Dann Crick, dann der Schwarm und einfach Hammer, dann ARG, Quark, der Halberrat der Weißen, dann perfekter Typ, Gladius und auf Platz 1 Mr. V. Und jetzt würde ich sagen, hier habe ich eine Tabelle mit dem Endpunktestand. Ich dachte mir nämlich, ja komm, dann können wir nochmal genau sehen, wer wirklich insgesamt am meisten Punkte gemacht hat, etc. Platz 16 und 15 sind non-existent. Platz 14 ist definitiv nicht Turniersieger, da er nicht einziges Mal eingereicht hat. Also ich weiß nicht, was seine Teilnahme hier bezwecken sollte, aber wunderbar. Platz 13 ist Frozen, da er einmal eingereicht hat und halt zwei Punkte oder drei geholt hat. Wie viele Punkte hat er geholt? Vier sogar. Shit. Ja, also das ist halt nicht viel so. Ja, dann Raptator, auch einmal eingereicht und verloren. Platz 11 haben wir Jam, um den ist es immer noch schade. Also da traue ich noch ein wenig. Genauso wie um Wile, der auf Platz 10 gammelt. Platz 9 Luki Lius, der dann letzte Runde nicht eingereicht hat. Anti-Raggle-Gesellschaft nur auf der 8, obwohl sie... Also ist das finde ich etwas schon
kurios, dass sie in der Qualifahrt, glaube ich, auf der 1 waren, oder? Oder 2, 1, weiß ich nicht. Und hier dann halt nicht mal in den Top 5 sind. Das ist schon kurios. Die haben sich halt wirklich Gruppenphase sehr, sehr hängen lassen. Platz 7 sind Guten Morgen, Gladius und Crick mit derselben Punktzahl. Ich glaube, 19 Punkte waren das jetzt. Platz 6, der Schwamm. Ich find's lustig, dass der Schwamm einfach über Leuten wie Gladius, Crick oder ARG steht. Aber das ist einfach wunderschön. Gut, Platz 5. Perfekter Typ. Platz 4. Quok. Sehr schöner Teilnehmer. Freue ich mich auf weitere Runden. Jetzt kommen wir schon zum Siegertreppchen. Auf Platz 3. Einfach Hammer. Hätte ich nicht erwartet. Auf Platz 2. Trommelwirbel. Der halbe Rad der Weißen. Hätte ich auch nie erwartet, dass sie so weit oben sind. Und ganz oben Mr. V. Und da ist mir auch da mal aufgefallen, Mr. V war bis jetzt in jeder Rangliste auf Platz 1. Spieltag 1 war er auf Platz 1 mit 10 Punkten. Spieltag 2 war er halt mit allen Leuten, die eingereicht haben, auf Platz 1. Und Spieltag 3 war er generell auch alleine auf Platz 1. Und jetzt ist er hier im Endpunkt schon auch auf Platz 1. Also, vielleicht haben wir hier schon unseren Turniersieger. Wer weiß. Jetzt möchte ich kurz ein paar Sachen sagen, bevor ich zu den Paarungen des Viertelfinales komme. Und zwar, ich mache hier kurz Shit, mache ich hier. Und zwar möchte ich ein paar Bekanntmachungen machen. Und zwar ist der Schwamm disqualifiziert. Deswegen habe ich ihm hier auch 0 Punkte eingetragen, damit das hier erkennt. Da ich nicht einsehe, diesen Mann zweimal ins Viertelfinale zu lassen und Leute wie ARG, die halt eigentlich objektiv, wenn sie wirklich mal was machen würden, weitaus besser sind als der Schwamm, einfach nicht reinzunehmen. Von daher habe ich der Schwamm disqualifiziert, damit ARG ins Viertelfinale rücken kann. Ja, und der perfekter Typ ist ausgestiegen, weil er keine Likes bekommen hat. Und deswegen lasse ich Crick als Lucky Loser weiter, da er von allen Leuten, die eigentlich nicht im Turnier wären, also im Viertelfinale, der meiner Meinung nach Beste ist. Ja, also Crick als Lucky Loser im Viertelfinale. Deswegen steht er hier auch an der Stelle, wo eigentlich perfekter Typ ist. Einfach nur, damit es so stehen kann, bei den Platzierungen. Also hier steht dann auch weiter Guten Morgen, weiter Anti-Ranking-Gesellschaft. In Gruppe B ist der halbe Rat der Weißen eigentlich perfekter Typ weiter, aber naja, jetzt ist halt Crick weiter. Gruppe C ist Quok und Mr. V weiter und Crick jetzt V, egal. Und Gruppe D, Einfachhammer und Gladius. Diese 8 Menschen sind jetzt also im Viertelfinale. Das heißt, ich kann jetzt auch hier raufgehen. Und hier wird jetzt der Turnierbaum angezeigt. Aber Leute, keine Sorge, das sind noch nicht die richtigen Paarungen. Denn die schauen wir uns erst jetzt an. Ich brauche mal kurz einen Stift. Habe ich denn jetzt einen Stift? Ich bin sehr professionell, wie man merkt. Hier einen kleinen Cut, bis ich einen Stift gefunden habe. Alex, du weißt, was du zu tun hast. Ich habe einen Stift gefunden. Und zwar gehen wir auf diese weitere sehr professionelle Seite, die diesmal nicht komplett Ohren wegsprengt, wenn man sie anmacht. Und zwar habe ich hier schon alle Namen eingetragen. ARG, die halbe Rat der Weißen, Crick, Mr. V, Quok, Einfachhammer, Guten Morgen und Gladius. Ich denke, ich habe keinen vergessen. Nein. Das sind also die Menschen, die im Viertelfinale sind. Und hier steht schon Einfachhammer, das ist aber egal. Jetzt drücke ich rauf und da das Programm ziemlich beschissen ist, was die Namen und so umtauschen geht, muss ich jetzt mit Battle 4 anfangen. Also mit diesem Battle fange ich jetzt an, das auszulosen. Und zwar der erste im Battle 4 ist Quok. Okay,
Wird notiert. Ich glaube, ich schreibe gerade auf irgendein Schuldokument, aber Wayne. Ich nehme also Quark schon mal raus. Und Quark battelt gegen die Anti-Ragger-Gesellschaft. Er hat sich tatsächlich die IRG gewünscht, also ich glaube, das wird ein cooles Battle, zumindest von seiner Seite. Ich weiß ja nicht, wie die IRG darauf ist. Aber das ist so ziemlich interessant. Ich finde, ich habe jetzt schon keinen Bock, sich mich von einem von denen. Ich habe eigentlich keinen Bock auf sich. Ich habe eigentlich auch keinen Bock, hier gehen zu lassen. Die sind alle cool. Naja, am Ende kann es nur einen geben. Gut, das heißt, wir fangen jetzt mit Battle 3 an. Der halbe Rat der Weißen. Versus. Nein, Leute, das zählt nicht. Das mit Guten Morgen zählt jetzt nicht. Ich muss nämlich zuerst entfernen. Sonst rechnet das Programm ja noch mit dieser einen Person dazu. Also nicht gegen Guten Morgen, sondern gegen Gladius. Der halbe Rat der Weißen gegen Gladius. Das ist interessant. Das ist interessant. Finde ich nicht schlecht. Gut. Wenn jetzt Crick gegen Mr. V kommt, dann ist das ziemlich scheiße. Okay, Battle 2. Guten Morgen gegen Crick. Okay. Guten Morgen versus Crick. Ja, okay, dann. Ja, ich nicht. Nee. Nicht gegen Crick. Er battelt nicht gegen Crick. Ich habe nämlich schon wieder vergessen, seinen Namen zu entfernen. Sondern Guten Morgen battelt gegen. gegen Mr. V. Guten Morgen gegen Mr. V. Tut mir leid für die Verwirrung. Ich glaube nicht, das muss irgendein technischer Fehler gewesen sein. Nein, also ich möchte jetzt nicht Crick gegen Mr. V. Das wäre jetzt ziemlich doof. Also, Guten Morgen gegen Mr. V. Was dann halt bedeutet, Crick gegen einfach Hammer. Ich schreibe mir das trotzdem kurz auf. Versus einfach Hammer. Gut. Supi. Ich werde das hier gleich mal eintragen, aber vorher sage ich noch ein paar Sachen, und zwar die Teilnehmer haben mich davon überzeugt, dass es auch Rückrunden ab dem Viertelfinale gibt. Frist und so sage ich gleich nach diesem Cut, denn ich muss das hier erstmal alles richten. Bis gleich. Gut, ich habe jetzt die Battles hier eingetragen. Einfach Hammer gegen Crick, Mr. V gegen Guten Morgen, Gladius gegen der halbe Rat der Weißen und die IRG gegen Quark. Hier sieht man auch schon den Turnierbaum. Was halt jetzt das Problem ist, nächste Runde kann es zu dem Battle Crick gegen Mr. V kommen. Und mit Hinrunde und Rückrunde werden es also, dass die sich dann dreimal battlen. Das ist etwas doof, aber naja, kann man jetzt nichts machen. Und ja, damit offiziell starte ich die Endrunde. Hier kann ich jetzt also dann die Ergebnisse und so eintragen, auch mit Rückrunden und alles. Und ich freue mich. Es sind doch schon ziemlich coole Paarungen geworden. Also ich habe eigentlich, keine Ahnung, ich habe nicht wirklich viel erwartet, aber es sind noch coole Paarungen geworden, besonders Quark gegen IRG freue ich mich und eigentlich auf alle. Also es sind alles ziemlich cool. Gut, Frist. Heute ist bei mir schon, es ist jetzt schon Dienstag, das heißt die Hinrundenfrist ist bis zum 30.05.2019. Rückrundenfrist wäre dann der, keine Ahnung, lass mich lügen. Also Hinrundenfrist ist der 30.05. und
Rückrundenfrist ist dann der 3.6. 8.6. 8.6. ist Rückrundenfrist. Ich schreibe es alles noch in die Titel, genauso wie die Paarungen. Schreibe ich alles in die Videobeschreibung und so. Ich habe mir ein Mikrofon gehauen, tut mir leid. Ja. Ich glaube, da sollte nichts mehr offen bleiben. Also ich denke, ich habe jetzt nichts vergessen. Hoffe ich mal. Falls ja, dann beleidigt mich. Gut. Das also das endgültige Turnier. Ich freue mich auf einen guten Turnierbaum. Und dann verabschiede ich mich jetzt. Und ich versuche irgendwie noch ein bisschen Schlaf zu finden.